Ich heiße dich herzlich willkommen hier zum neuesten Video. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach, und heute sprechen wir über den Grund, warum ihr euch unbedingt trennen solltet. Aber, in Klammern auch noch, was die letzte Chance ist, die ihr dennoch habt. Ich habe ja schon einige Videos zu dem ganzen Thema gemacht. Wann sollte man sich trennen? Sollte man zusammenbleiben? Meistens vertrete ich ja genau diese Meinung, ihr solltet auf Biegen und Brechen nicht aufgeben, sondern weitermachen. Und dann kriege ich immer wieder Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, Emanuel, ich habe diese Videos gesehen, aber du, Emanuel, in unserer Beziehung, also das geht wirklich nicht mehr, weil guck mal, das ist doch das, das und das. Also da sollte man sich doch trennen, oder? Ich werde nicht müde, es zu erklären. Deswegen gehen wir heute nochmal genauer darauf ein, wann macht eine Trennung Sinn. Es ist so, dass, und da will ich ehrlich zu dir sein, es gäbe unzählige Partner, mit denen du eine tolle Beziehung führen könntest. Also dieses, jeder Topf findet seinen Deckel und jeder Topf hat nur einen Deckel, ist in meinen Augen einfach eine gigantische Lüge. Ich glaube, es gäbe Millionen Menschen, mit denen du eine schöne Beziehung führen könntest. Also das erstmal zu dem Thema. Deswegen, klar, kannst dich jederzeit trennen, wird ziemlich sicher wieder jemand kommen. Die Frage ist nur, wie erfolgsversprechend ist es denn, wenn ich mich trenne und dann jemand Neues finde? Also bringt es mich meinem eigentlichen Ziel, nämlich dem Wunsch nach einer wirklich nahen und erfüllten Beziehung, wirklich näher? Und das sehe ich einfach immer so immens kritisch, weil ein Vorteil hat die jetzige Beziehung gegenüber jeglicher Beziehung, die danach kommt. Ihr habt schon mal diesen ganzen Vorteil hinter euch, die Verliebtheitsphase, die Projektion, und ihr seid schon an der Realität angekommen. Das heißt, wenn man in einer Beziehung eigentlich in der größten Sackgasse steckt, das ist der Punkt, wo es spannend wird. Das ist nämlich der Punkt, wo sich jetzt die Spreu vom Weizen trennt. Die glückliche und erfüllte Beziehung von irgendeiner Standardpartnerschaft. Wenn du schaffst, mit deinem Partner durch diese Sackgassen durchzugehen und nicht abzuschmieren dabei. Und eine Form des Abschmierens ist einfach, sich einen neuen Partner zu suchen. Ich will da aber nochmal klar sagen, ich verstehe dich dennoch. Ich weiß, dass sich das, und ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass sich es in Beziehungen manchmal so anfühlt, dass es einfach nicht weitergeht. Du merkst einfach, ne, im Leben nicht. Dieser Mensch wird sich nicht mehr ändern. Und da gibt es keine Chance. Und ich halte es nicht mehr aus. Ich weiß, dass es diese Zeitpunkte gibt. Dennoch will ich die Hoffnung machen, da ist noch Luft. Da ist noch mehr möglich. Und dafür müssen wir zuallererst unseren Fokus shiften. Nämlich weg von, ich will endlich mich wohlfühlen in meiner jetzigen Beziehung, hinzu, ich bin bereit zu leben. Ich bin bereit, meine Partnerschaft zu erleben. Was auch immer das gerade zum jetzigen Zeitpunkt mit sich bringt. Also weg von dieser romantischen Vorstellung von irgendeiner idealisierten Beziehung, die irgendwie romantisiert und ganz toll ist und weißer Schimmel und rosa Wolken und so, ja, dass du davon loslässt und in der Realität ankommst und sagst, hey, ich möchte meine Partnerschaft so erleben, wie sie jetzt gerade ist. Mit all seinen Höhen und Tiefen und nicht weglaufen. Ich bin bereit dazu, das auszuhalten, was meine Beziehung momentan in mir auslöst. Dennoch will ich auch hier von einer gewissen Idealisierung zurücktreten, nämlich jede Beziehung lässt sich retten. Nein, es gibt Beziehungen, da ist einfach der richtige Weg, sich endlich mal zu trennen. Aber was das für Beziehungen sind, das werde ich nochmal am Ende des Videos sagen. Also was wirklich absolute Ausschlusskriterien sind. Ich bin nämlich ein Freund, dass ich erst mit der Hoffnung anfange und nicht erstmal sage, was alles nicht geht. Wir müssen uns zunächst nochmal anschauen, was passiert in so einer Situation, wenn wir uns unbedingt trennen wollen. Es sind einfach Dynamiken in einer Beziehung, die einfach für dich innerlich unaushaltbar sind. Und das sind meistens immer Gefühle. Das heißt, du erlebst, dass dein Partner sich zu wenig Zeit für dich nimmt, du fühlst dich nicht gesehen von deinem Partner, du fühlst dich alleingelassen, du hast keinen wirklichen Zugang zu deinem Partner, vielleicht läuft es im Bett nicht mehr. Es gibt jetzt endliche Varianten, was potenzielle Trennungsgründe sind. Letztendlich dreht es sich aber immer darum, ich erlebe in meiner Beziehung Schmerz, Ohnmacht, Trauer, ich fühle mich alleine und das halte ich nicht mehr aus. Und ich will, dass dieser Partner das nicht mehr in mir auslöst und hoffe, wenn ich mich trenne, dass es mit irgendeinem anderen Partner anders wird. Das ist aber nicht die Lösung, sondern dafür muss uns klar werden, du landest in einer Beziehung, die genau andockt an deine inneren Themen. Das heißt, es dockt quasi an deine Beziehungsmuster an. Und wenn eins deiner grundlegenden Beziehungsmuster ist, zum Beispiel ich reiche nicht aus, ich bleibe am Ende im Leben sowieso alleine, ich werde immer verlassen, ich werde nicht wirklich geliebt, keiner sieht mich, ich werde nicht geschätzt. Wenn das alles innere Überzeugungen sind, findet das in der Beziehung einfach erneut statt. Und an dem Punkt ist es für viele so schwer, es zu differenzieren, weil das findet ja wirklich in der Beziehung statt. Das will ich dir ja gar nicht ausreden. Ich bin mir sicher, dass dein Partner Verhaltensweisen an den Tag legt, die absolut vielleicht respektlos sind, wo sich fast auch jeder andere Mensch alleingelassen fühlt, wo man sich nicht gesehen fühlt. Das will ich dir nicht ausreden. Das ist keine Fata Morgana. Das glaube ich dir, dass das stattfindet. Aber auf was ich hinaus will, dass du überhaupt in so einer Beziehung bist, hat mit deinen inneren Themen zu tun.
Das ist ein Partner, der einfach eine Beziehungs- oder ein Beziehungsschema erfüllt, was für dich bekannt ist, was einfach zu deinen frühkindlichen Erfahrungen von Beziehungen passt. Und deswegen dockst du an. Deswegen hängst du in so einer Beziehung. Deswegen meine ich immer, die Lösung ist es nicht zu sagen, ich löse mich aus dieser Beziehung und gehe in eine andere. Weil du dieses Muster mitnimmst, du wirst wieder an so einen Partner andocken. Deswegen, du musst diese zwei Ebenen unterscheiden. Auf der einen Ebene, ich weiß, dein Partner macht viele Dinge, die nicht korrekt sind, aber auf der anderen Seite ist die Ursache oder die Lösung nicht, den Partner auszutauschen, sondern es braucht die Veränderung in dir. Und das Spannende ist, dass dadurch Veränderung im Partner stattfindet. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Information. Jeder Mensch hat Interesse an einer erfüllenden und liebevollen, respektvollen, wertschätzenden Partnerschaft. Mir ist noch nie jemand begegnet, der daran kein Interesse hat. Auch dein Partner. Ja, auch wenn du momentan denkst, ne, also der interessiert sich für vieles, aber nicht unsere Beziehung und geschweige denn mich. Ich schwöre es dir, im Kern geht es ihm genauso darum. Oder ihr, ja, nicht immer nur auf die armen Männer. Jeder Mensch hat die Sehnsucht danach, in einer Partnerschaft wirklich Liebe und Verbundenheit zu erleben. Wir sind soziale Wesen. Wir sind dazu gemacht, miteinander in Kontakt zu gehen. Und das ist der große Hoffnungsschimmer, den ich jedem mitgeben kann. Egal wie aussichtslos es ist, egal wie wenig Zugang du vielleicht gerade zu einem Partner hast, im Kern hat er oder sie genauso eine Sehnsucht nach einer liebevollen Beziehung wie du. Der andere Grund, warum ich immer von Trennung abrate, ist, weil bei den meisten Menschen das Bewusstsein vollkommen fehlt, diese Entscheidung zu treffen. Das muss man einfach so hart sagen. Keiner hat uns wirklich beigebracht, wie Beziehung funktioniert. Keiner hat uns wirklich beigebracht, wie wir selbst wirklich ticken. Jeder Mensch glaubt, er kennt sich so gut, dabei kennen sich die meisten Menschen null, ja, und laufen die ganze Zeit nur auf unbewussten Mustern und es sind fernab und überhaupt nicht in Kontakt mit sich selbst. Deswegen bin ich auch immer so vorsichtig und sage immer, bitte trennt euch noch nicht, weil es fehlt überhaupt die Reife zu merken, okay, jetzt geht es hier wirklich gerade nicht weiter und die Reife zu unterscheiden, ob das gerade wirklich vielleicht auch mit mir zu tun hat. Beispiel. Du hast einen Partner, wo du eben genau das merkst, denkst, ey, der hat zack. Also ich hatte letztens eine Klientin, die hatte so schön das beschrieben, sie meinte, ja, mein Partner, der zockt nur am Computer und der ist irgendwie nicht da und der spricht kaum mit mir und wir haben ganz unterschiedliche Lebensvorstellungen. Das hilft doch alles nichts. Ja, auf jeden Fall. Aber es hat auch mit dir zu tun, dass dein Partner so ein Verhalten an den Tag legt. Wir beeinflussen das immer mit. Das heißt, was da immer so der Klassiker ist, wenn ich da ein bisschen nachhake und beschreibe, wie läuft denn so euer Tag ab, dann berichtet sie sich auch davon, ja, ich sage mir auch immer, wie mich das stört und er soll doch endlich mal aufhören und ach, ich pack das nicht mehr. Also die haut ihm einen Vorwurf nach dem anderen um die Ohren. Lieb mich mehr, zeig mir deine Liebe, mir fehlt das, mir fehlt dies, mir fehlt jenes. Und wozu das führt, ist, dass der noch mehr mit seinem Computer verwächst. Weil, warum zocken Menschen, warum verabschieden sie sich aus einer Beziehung? Weil das ihr Fluchtmechanismus ist. Das ist eine ihrer Strategien, wie sie halt auch von sich selbst wegkommen können. Und von diesem Schmerz, auch von seiner Partnerin die ganze Zeit gespiegelt zu bekommen, deine Liebe reicht nicht. Und du innerlich denkst, ja scheiße, und ich weiß auch nicht, wie ich diese Liebe irgendwie vermehren soll oder wie ich dich mehr lieben soll. Da steckt bei Männern ganz häufig so eine eigene Hilflosigkeit hinter. Und das heißt, die befeuern sich in ihrer Dynamik die ganze Zeit und befeuern sich voll ins Aus. Und dann läuft es natürlich auf eine Trennung hinaus. Es braucht, dass einer von beiden aus ihren Mechanismen oder den Strategien ausscheidet. Das würde dann für die Klientin oder hat es für die Klientin bedeutet, dass sie aufhört, an ihm zu ziehen und bei sich bleibt und anfängt, diesen riesigen Schmerz darüber, allein zu sein und nicht wirklich geliebt zu werden, aufzuarbeiten. Weil das war natürlich eins ihrer großen Kindheitsthemen. Und dadurch konnte sie ihm neu begegnen. Und sie sind mittlerweile immer noch zusammen. Und sehr glücklich darüber. Ja? Weil das nicht der Ausweg war. Auf was ich hinaus möchte, ist, dass du frei bist. Du kannst dich trennen, wenn du darauf Bock hast. Aber sei dir darüber im Klaren, dass du meistens falsch liegst. Also, dass es meistens noch viel, viel Luft gäbe und nicht die Beziehung an ihre Grenzen gekommen ist, sondern dein eigenes Wissen und deine eigene überhaupt Fähigkeit, durch das durchzukommen. Und das ist das, was ich auch immer im Coaching predige. Und warum ich Klienten über mehrere Monate begleite, damit die wirklich ein tiefes Fachwissen entwickeln, um in ihren Beziehungen klare Entscheidungen zu treffen, zu wissen, wie sie mit ihrer Beziehung arbeiten. Dennoch habe ich dir versprochen, jetzt am Ende mal zu sagen, was ist ein Grund, dass man sich trennen sollte. Es gibt so die Standardgründe, die ich immer aufzähle. Das ist, wenn es körperliche Gewalt gibt, wenn es emotionale Gewalt gibt, wenn der Partner ein Suchtproblem hat. Das sind immer so ein paar Klassiker. Auch da muss man immer genauer reingehen, weil es gibt da verschiedene Ausmaße von und das müsste man sich einfach nochmal differenzierter genauer anschauen, besonders halt beim Thema Suchtproblem, weil
Da ist auch immer die Frage, wie bereit ist der Partner daran zu arbeiten, wie groß ist das Suchtproblem. Also übernimmt diese Regeln nicht einfach sofort einfach für eure Partnerschaft und sondern auch da lohnt es sich, nochmal drauf zu schauen, um da eine gute Entscheidung zu treffen. Es gibt aber einen anderen Grund, der losgelöst ist von diesen ganz logischen Sachen, dass ich mich nicht schlagen lasse in einer Beziehung. Nämlich der andere Grund ist, wenn dein Partner dicht macht. Du merkst, da komme ich nicht durch. Du machst Angebot, Angebot über Angebot. Und der Partner ist nicht bereit, über seine Gefühle zu sprechen. Der Partner ist nicht bereit, über das zu sprechen, was in ihm oder in ihr vorgeht. Und verdrängt es nur. Du machst ein Angebot, das nächste Angebot, das nächste Angebot. Und lädst immer wieder ein zum Gespräch. Auf eine liebevolle Art und Weise. Nicht aus diesem Vorwurf heraus. Nicht, ich habe in Emanuels Video gesehen, du musst mit mir über deine Gefühle sprechen, sonst hat das alles keinen Sinn. Nein, das meine ich nicht. Sondern, dass du wirklich eine Haltung hast von, hey, ich bin da und ich sehe dich auch, wenn du es gerade nicht kannst. Und ich warte auch auf dich und gebe dir diese Zeit und zwinge dich nicht. Wenn du das einige Male ausprobiert hast und du merkst, der Partner, er will einfach nicht, er macht dicht oder sie. Ich hacke immer so auf den Männern rum, ja. Er oder sie macht dicht und will nicht, dass jemand in ihn oder an sie rankommt. Dann ist irgendwann der Punkt, wo es natürlich nicht weitergeht, weil da bewegt sich ja gar nichts von der anderen Seite. Aber, und jetzt kommt der große Disclaimer, ich habe es ehrlich gesagt noch nie erlebt. Ich habe es noch nie erlebt, dass das. Also, ich habe wirklich schon verkorkste Beziehungen begleitet, wo es eigentlich wirklich so aussichtslos erschien, aber ich habe noch nie erlebt, dass dieser Zeitpunkt nicht kam, dass der andere nicht irgendwann bereit war zu reden oder sich auszutauschen. Einfach aus dem simplen Grund, den ich vorhin schon erwähnt habe. Wir Menschen sind soziale Wesen. Jeder Mensch ist interessiert daran, in Kontakt zu gehen. Und wenn wir das zeitweise nicht tun und den anderen blockieren oder abwehren, dann tun wir das aus einer eigenen Hilflosigkeit heraus, aus einer eigenen Ohnmacht. Das ist sogar eine Form von einem Schutzmechanismus, den diese Person hat. Ja? Einfach, der ist einfach so ein, ich weiß gerade gar nicht, wie ich dir näher kommen soll. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich mit dir in Kontakt kommen soll. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum Menschen sich zurückziehen. Und deswegen ist es ja gerade so wertvoll, im Coaching Paare zu begleiten, um sie wieder zueinander zu führen. Weil, nochmal, in der Natur sind wir, von Natur aus sind wir alle daran interessiert, in eine tiefe emotionale Verbindung zu gehen. Auch dein Partner. Und deswegen kann ich dir nur von Herzen sagen, es gibt Hoffnung. Und wenn du jetzt merkst, ach, ich weiß nicht, ob wir das alleine schaffen und ich wünsche mir eine Unterstützung, ob du jetzt vielleicht alleine in einem Einzelcoaching, dass du für dich klären willst, macht das Sinn, soll ich da weitermachen, ja, dass du merkst, ich will das für mich klären und aufarbeiten, damit das nicht in meiner nächsten Beziehung wiederkommt oder vielleicht seid ihr auch als Paar da und merkt gemeinsam, wie ihr wollt, Unterstützung haben, dann lade ich euch von Herzen ein zu mir ins Beziehungscoaching. Du kannst dafür hier unter diesem Video dich einfach eintragen, ein Formular für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch, wo wir eure Beziehung mal genauer anschauen, wo wir schon mal besprechen, wie wir miteinander arbeiten können. Und dann, wenn alles passt, würden wir in einem längerfristigen Coaching miteinander eure Beziehung oder deine Beziehung unter die Lupe nehmen und endlich daran arbeiten. Denn, was ich auch immer predige, eine erfüllende Beziehung ist und bleibt kein Zufall. Und jeder Mensch trägt das Potenzial dafür in sich, eine solche Beziehung zu führen. Dass es so wenig Menschen tun, liegt einfach daran, dass wir nicht dort, also in die Richtung, was Wissen bekommen haben. Keiner hatte Gefühlskunde in der Schule oder Beziehungslehre oder wie gehe ich richtig in Kontakt mit einem Menschen, wie bin ich im Kontakt mit mir oder Selbstliebekunde. Wir hatten das alles nicht. Und dann erwarten wir, dass das mit einer Beziehung klappt. Nein, das ist einfach in sich absoluter Unfug. Und es ist klar, dass es nicht funktioniert. Aber wenn du das richtige Wissen in die Hand bekommst, die richtigen Methoden und professionell darin begleitet wirst, du wirst Augen machen, was dann noch in deiner Beziehung möglich ist. Und ich freue mich, wenn ich dich dabei begleiten darf. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Gib dem Video einen Daumen nach oben, ja, und schreib mir auch gerne in die Kommentare, wenn du noch Themenwünsche hast, wenn du etwas aus dem Video nochmal genauer wissen willst. Und ansonsten sehen wir uns wie immer im nächsten Video in der nächsten Woche. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe. Dein Emanuel.